hast wahrscheinlich auf dieses Video geklickt, weil irgendetwas nicht stimmt. Und ja, es stimmt etwas nicht mit diesem Titel. Hier ist ein Buchstabendreher drin. Ein Fehler. Wie konnte ich es mir also erlauben, ein Video mit einem so offensichtlichen Fehler hochzuladen? Die Antwort wirst du vielleicht recht spannend finden. Der Wahl, die wir uns fast tagtäglich stellen müssen, ist, einen potenziellen kleinen Fehler zu machen oder es komplett zu bereuen. Jeder von uns kennt das Szenario. Du willst deine Arbeit vervollständigen und abgeben. Sei es etwas aus Holz zu zimmern, eine Arbeit an der Universität oder einen Projektplan vor dem Chef und den Arbeitskollegen abzugeben. Und du bist noch nicht fertig. Du bist nie fertig. Es gibt noch so viel, was du daran verbessern könntest, aber es soll auch mal gut sein. Du kannst jetzt entweder eine Arbeit abgeben, die potenziell ein paar kleine Fehler drin hat, oder du kannst es dir immer und immer wieder angucken, es 20, 30, 100 Mal wieder zu bearbeiten und es nie abgeben. Aber was wäre der größere Fehler von beiden? Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht wie Max. Max ist ein Teilnehmer meines Coachings, der mir erzählt hat, er habe diese Frau in einem Café gesehen, sie hat ihn angelächelt, aber er ist nicht auf sie zugegangen. Er hat sich später natürlich so in den Arsch gebissen, weil er es nicht getan hat. Er dachte sich, was soll ich ihr denn sagen? Und wollte es einfach nicht versemmeln. Ein paar Wochen im Programm später hat er den anderen Teilnehmern und mir dann stolz und glücklich erzählt, dass er es endlich getan hat. Dass er sie angesprochen hat, dass sie ihre Nummern ausgetauscht haben und dass sie später gemeinsam auf einem Date sich die Stadt angeschaut haben. Gerade wenn es um die kleinen Momente geht, in denen deine potenzielle Traumfrau vorbeiläuft, in denen du kurz davor bist, eine wunderschöne und intelligente Frau kennenzulernen und vielleicht mit ihr die schönsten Monate deines Lebens verbringen wirst. Da blockieren wir. Das kennen wir alle. Da ist es dir wichtiger, es gar nicht erst zu versuchen, als einen kleinen Fehler zu machen oder ihr potenziell das Falsche zu sagen, was es nicht gibt. Du bist es doch wert, mehr Erfahrungen zu sammeln und auf dieser Reise die richtige zu finden. Dieser Perfektionismus, der ist es nicht wert. Und auch wenn das theoretisch nicht weiter schlimm ist, hat dieser kleine Rechtschreibfehler im Titel dieses Videos für eine Sache gesorgt. Du hast geklickt. Vielleicht, weil du mich darauf hinweisen wolltest, vielleicht, weil du einfach neugierig warst. Aber der Punkt ist, Fehler sind nicht schlimm. Fehler sind etwas, das uns miteinander verbindet. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist ohne Fehler. Und wenn wir zeigen, dass wir bereit sind, auch mit Fehlern trotzdem mutig voranzuschreiten, werden wir belohnt. Fehler sind etwas Gutes. Fehler bringen uns Menschen zusammen. Wir fühlen uns durch Fehler verbunden, weil jeder von uns fehlerhaft ist. Vielleicht ist Perfektion auch nur die Vorstellung einer Welt ohne Fehler. Vielleicht ist Perfektion das Vorstellen selbst. Denn wenn wir in so einer fehlerlosen Welt leben würden, was würde uns noch überraschen? Was wäre noch neu und aufregend? Was würde noch Schmetterlinge im Bauch machen, wenn alles schon längst perfekt ist? Vielleicht gilt doch der alte Spruch, der Weg ist das Ziel. Perfektion ist Imperfektion. Sie macht Fehler, du machst Fehler. Und die Männer, die immer wieder in der Friendzone landen, die Männer, die sich nie trauen, auf eine Frau zuzugehen oder den nächsten Schritt zu wagen, die Männer, die immer wieder nachts einsam einschlafen und es nicht glauben können, dass sie der erste und einzige in ihrer Familie sind, der vielleicht ohne Frau enden wird. Diese Männer, die haben zu sehr Angst, ihre Fehler zu zeigen. Wenn wir uns gegenseitig nicht mehr auf das Podest stellen, dann rennen wir einander auch nicht mehr hinterher. Du darfst sie ansprechen und du darfst auch mit ihr lachen. Vielleicht sogar über ihre Fehler oder über deine Fehler. Wenn du einen Leitfaden haben möchtest, der dich ermutigt, mit Frauen zu reden, dann schau dir mein kostenloses Videotraining an, in dem du einen roten Faden bekommst, um mit jeder Frau in wenigen Sekunden wirklich in die Tiefe zu gehen. Damit du entlang des Weges intelligente und bezaubernde Frauen verführst, bis du irgendwann auf der Reise neben der richtigen aufwachst und du nie wieder alleine einschlafen wirst. Das Videotraining ist kostenlos. Und wenn es dich neugierig gemacht hat, dann kannst du es dir jetzt hier anschauen.